Mein Name ist Annette Thu. Ich bin selbstständig seit einem halben Jahr und war vorher 15 Jahre lang in Großkonzernen als Führungskraft. Corporate Social Responsibility bedeutet für mich ein integraler Bestandteil von Führungsaufgaben in Unternehmen. Und zwar Wirtschaft, Soziales und Ökologisches auch in Unternehmen zu verwirklichen. Mein Name ist Rudolf Ruther, Leiter des Arbeitskreises Nachhaltige Unternehmensführung in der Schmalenbach-Gesellschaft. CSR ist für mich ein integrativer Teil der Unternehmensführung. Oder wie man früher schon mal gesagt hat, CSR gehört in die DNA des Unternehmens. Das heißt, angefangen von den Eigentümern, die ein nachhaltiges Interesse am Erfolg ihres Unternehmens haben, müssen die Kontrollorgane wie Aufsichtsrat, Beirat dafür sorgen, dass die operative Einheit, Vorstand und Geschäftsführung eine nachhaltige Unternehmensstrategie leben und versuchen, zusammen mit ihrer Belegschaft auch zu exekutieren. Mein Name ist Günter Sabo. Ich vertrete die Wirtschafts- und Industrievereinigung Stuttgart. Das sind fast 200 Unternehmen. Und CSR bedeutet für mich, dass ich vor allen Dingen in die Gruppierung der kleinen Mittelständler dieses Thema einbringen und integrieren muss, weil es durch die Historie nicht so verankert ist, wie ich mir das wünsche. Mein Name ist Caroline Hutter. Für mich bedeutet CSR, die Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen und deshalb auch den Dialog zwischen den Generationen, zwischen der jungen und der älteren Generation zu fördern. Denn nur wenn das Miteinander Hand in Hand geht, können wir Erfolge verzeichnen. Thank you.